Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstandin der Heinrich-Böll-Stiftung und gleichzeitig und mit Leidenschaft auch zuständig für die Politik und die Strategien des Gunnar-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Wir müssen uns mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen auseinandersetzen. Das muss ich, ob ich internationale Klimapolitik mache oder Agrarpolitik. Ich muss mich mit Konzernmacht auseinandersetzen und im Feminismus muss ich mich zusätzlich zu diesen Machtverhältnissen auch noch zu denen innerhalb der Gesellschaft und wie mit verschiedenen Geschlechtern verschieden umgegangen ist. Es ist eine Konstante geblieben. Das finde ich, muss man auch festhalten, dass sich da kaum was geändert hat. Was zum Beispiel geschlechtersensible Sprache angeht, bin ich doch entsetzt auch, wie die komplett abwesend ist. Ne? Auch in dann eher männerdominierten oder insgesamt Mainstream-Themen, ob das Wirtschaftspolitik oder Finanzpolitik oder Arbeitsmarktpolitik ist. Und ich merke es einfach, wie es mir in den Ohren klingelt. Das zweite große Projekt, für das ich gerade zu brennen beginne, ist mit feministischer Perspektive sich mit Technologien im 21. Jahrhundert zu beschäftigen. Wir werden eine neue Fülle von Gentechnologien, Biotechnologien, aber vor allem auch Reproduktionstechnologien erleben. Erstmal musst du dich auch als Feministin sehr, sehr gut im Fachthema auskennen. Dann brauchst du noch als zweites eine klare feministische Position, Haltung, Analyse und Perspektive darauf. Das muss also schon stark von uns befördert und betrieben werden, dass wir feministische Perspektiven in Technologiepolitiken, die wir kritisieren wollen, einbringen können. Ich kann als Frau doch einen Unterschied machen, das weiß ich, auch indem ich Fragen stelle, indem ich Perspektiven anbiete, die vorher nicht präsent waren. Und ich glaube, es trauen sich Frauen heute auch wieder mehr als noch vor 10 Jahren, wo ja Feministin zu sein so ungefähr das Allerletzte war, ne? Und bäh, so ungefähr. Das hat sich wieder, finde ich, zum Positiveren gewendet, dass sich mehr auch junge Frauen wieder Feministin nennen. Das gefällt mir sehr gut. Der intersektionale Ansatz, das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste, auch für mich als Lernprozess, eben nicht nur durch die Geschlechterbrille, sondern auch durch die Brille der sozialen Dimension, der Rasse, Religion etc. zu gucken. Und das ist natürlich für uns in der internationalen Arbeit völlig absolut notwendig. Das ist eine Conditio sine qua non, ohne die wir auch Machtverhältnisse, Geschlechterverhältnisse nicht verstehen können im globalen Süden.